ist es denn schon aus die Maus an den Märkten? Der Dow Jones, der hatte ja sein Hoch schon gesehen, offensichtlich. Zumindest sah es so aus, wenn man sich das im kürzeren Bild anguckt. Wir hatten darüber schon gesprochen. Diese Schubbewegung nach unten, das ist eigentlich so ein Klassiker, der indiziert, dass der Markt eben seinen Dreh aktuell vollzieht. Und anschließend haben wir was? Einen typischen Rücksetzer, eine ABC in die Gegenrichtung, ebenfalls ein Klassiker, in die typische Fibonacci-Zone, irgendwo 50 bis 61,8. In diesem Fall hat er ein bisschen übertreten, das kann man aber durchaus gelten lassen. Insgesamt aber wieder der Klassiker, wenn man sich die Bewegung mal ganz grob anguckt, dann hat man doch den Eindruck, dass es irgendwie sowas ist. Da kann man sich jetzt noch streiten mit den internen Wellen, aber insgesamt scharfe Bewegung in die Abwärtsseite, schwache Bewegung in die Aufwärtsseite. Und aktuell scheint das Bild sich zu bestätigen, dass der Markt jetzt diese ursprüngliche Richtung einfach nochmal aufnimmt, also die Abwärtsseite weiter in der Mache ist. Dementsprechend ist das Bild, was wir hier so ganz grob angedacht haben, gar nicht so so wenig nachvollziehbar. Mindestens mal diesen letzten Anstieg, den müssen wir rechnen, dass der korrigiert wird. Also einfach Fibonacci mal von dem letzten Anstieg wahrnehmen hier. Auch hier haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5 möglicherweise. Irgendwie sowas in der Richtung, da kann man sich dann hier drüber nochmal ein bisschen mokieren, wie das ist. Aber insgesamt kann man sagen, die Aufwärtsrichtung, wenn das so wackelig hier nach oben geht, die ist auf jeden Fall mal zumindest nicht wirklich mehr ein Anzeichen dafür, dass der Markt Dynamik nach oben entwickelt. Also Rücksetzer klassischerweise irgendwo hier in die Mitte rein, 22.000 wären so Niveaus, die als nächstes beim Dow Jones zumindest mal auf dem Plan stünden. Es darf ein bisschen weniger sein, zum Beispiel das Zwischentief, was wir hier am 8. April hatten, also noch nicht so lange her. Das liegt nochmal 200 Punkte höher in etwa. Das wären so klassische Zielmarken mit Chancen, dass wir sogar diese Marke nochmal ansteuern. Denn wenn der Markt bis hierhin runterkommt, wie gedacht, dann sind wir sowieso in der Aufwärtsseite in der Überlappungsphase. Denn dann hätten wir ja wiederum diese Korrektur, mit der die jetzt dann ansteht, überschneidend. Sprich definitiv diese Richtung korrektiv. Mit besten Chancen sogar, dass das wiederum die Bären triggert, hier weiter auf die Short-Seite zu gehen. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass viele Leute jetzt schon sagen, Mensch, das sieht doch alles klasse aus und jetzt fangen die Regierungen an, wieder ein bisschen Freizeit zuzulassen. Also man darf wieder ein bisschen mehr raus, jedes Mal ein bisschen mehr, es wird wieder das Wetter besser, die Stimmung steigt, die Notenbanken drucken. Was soll denn hier großartig passieren? Der Chart spiegelt das allerdings noch nicht wieder. Das heißt, die Marktteilnehmer, die sind offensichtlich noch nicht davon überzeugt. Andernfalls hätten sie alleine hier hinten schon anders reagieren müssen und vor allen Dingen einen größeren Abstand zu der letzten Korrektur aufbauen, um einfach da safe zu sein. So sieht das aber tatsächlich aus, als ob man gesagt hat, wir versuchen das Gleiche nochmal. Und wer das ein bisschen kennt, der weiß, dass eine starke Abwärtsbewegung gefolgt von einer ABC sehr gut eine Chance hat, nach unten durchzugehen. Im großen Bild muss man natürlich noch nicht jetzt gleich in Rage geraten. Dafür müsste man erst noch mal hier so letzte Zwischentiefs durchstoßen. Bis dahin haben wir Platz. Das, was wir im Großen hier allerdings sehen, ist, wenn man ehrlich ist, ziemlich interessanterweise ziemlich exakt das Gleiche, was wir hier auf der kleinen Ebene sehen. Ich zeichne das hier noch mal ganz grob so ähnlich, wie ich das eben gezeichnet habe. Und wir erkennen wieder, na, ist das sowas? Also, es hat so ein bisschen ein Anzeichen. Jetzt sieht man, oben und unten ist die Zeichnung fast identisch. Das ist aber auf 15-Minuten-Basis das, was sich hier hinten abspielt. Das ist die Geschichte, die sich seit dem Allzeithoch hier entwickelt hat. Wir sehen, das Ganze im Kleinen wiederholt sich, was es im Großen ebenfalls zu sehen gibt. Also, wichtige Hinweise vielleicht auch auf das, was wir hier zu erwarten haben. Lassen wir uns da mal überraschen. Vielleicht kriegen wir hier den nächsten Hinweis schon. Der Tipp allerdings sowieso in so einer Marktsituation, solange die Abwärtsseite so stark ist, gibt es eigentlich keinen Grund zu kaufen. Einfach mal dran denken, wie waren hier so Wackelgegengeschichten. Wenn wir hier mal so eine Wackelgegengeschichte bekommen, dann können wir durchaus erwarten, dass der Kurs sich dann nochmal nach unten fortsetzt. Immer an die Trigger-Situation denken. Dann erspart man sich den ein oder anderen ärgerlichen Trade, wo der Markt dann sagt, ich kann es trotzdem anders. Denn zugegeben, hier hatten wir eine Situation, wo ich auch mir durchaus vorstellen konnte, wir sind hochgegangen, wackelig nach unten. Und ich mache mal ein Beispiel für einen Trigger, hier hätte man reingekonnt. Tolles Beispiel für einen Trade, der nicht in Ordnung ist. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass nicht jeder Trade, auch nicht nach dieser Methode, immer erfolgreich ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, wie ist das Risiko für diesen Trade und wie wäre die Chance gewesen für so einen Trade. Die Chance-Risiko-Relation ist
ein deutliches höher als die Trefferquote schlecht ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, einzelne Trades müssen wir als Händler auch akzeptieren, dass es mal nicht geht. Hier ist ein schönes Beispiel, gut, dass wir das nochmal angesprochen haben. Denn ich möchte auch in diesen Videos nicht den Hinweis geben, naja, das ist nur eine tolle Methode, der schwärmt da immer davon, das muss ja jedes Mal ein Knüller sein. Nein, ist es nicht. Der Knüller liegt darin, zwischendurch mal räuspern, der Knüller liegt darin, dass man in der Vielzahl der Trades nachher sagen kann, ah, okay, das Ganze geht dann doch offensichtlich auf. In diesem Sinne hoffe ich, dass das bei Ihnen auch nicht anders aussieht. Drückt dafür beide Daumen ganz fest und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße.